Hi, ich bin Max. Die Theorien rund um das Harry Potter-Universum sind quasi unzählig. Heute habe ich mal wieder drei sehr spannende für euch rausgesucht. Ich hoffe, ich konnte ein paar finden, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Nummer 1. Ist Voldemort wirklich tot? Klar, im ersten Moment denkt man sich, natürlich, sowohl im Buch als auch im Film wurde Voldemorts Tod eindrucksvoll dargestellt. Trotzdem gibt es einige Theorien darüber, dass er vielleicht doch auch nach seinem Ende noch in irgendeiner Form weiterleben könnte. Zumindest im Film sehen wir auch keine Leiche von Harrys Erzfeind, auch wenn sich für den Effekt von Voldemorts Auflösen in Asche erst später entschieden wurde. Eine Szene, in welcher Harry über dem toten Voldemort steht, wurde nämlich ebenfalls gedreht. Auch im Buch fällt dieser nach dem Kampf mit Harry um und sein Körper wird ins Schloss gebracht. Wieso sollte Voldemort jetzt aber möglicherweise doch weiterleben? Im Film sehen wir in der Szene, in welcher Harry in der Zwischenwelt am Bahnhof auf Dumbledore trifft, eine verkümmerte Gestalt, einen Teil Voldemorts, der laut Dumbledore zum Sterben hergebracht wurde. Was ist nun, wenn Voldemorts Seele durch all seine Taten zu verstümmelt ist, um einfach so in ein Jenseits zu gelangen? Vielleicht ist dieser nun auf Ewigkeit dazu verdammt, in eben dieser Gestalt in der eben genannten Zwischenwelt zu existieren. Die Theorie besagt also, dass ein oder mehrere Teile der Seele Voldemorts weder endgültig sterben, noch als Geist auf die Erde zurückkehren können. Und zumindest im Film gilt eventuell die alte Regel, sieht man keine Leiche, ist die Person auch nicht wirklich tot. Was, wenn Teile Voldemorts tatsächlich noch in der Zwischenwelt existieren? Könnte er es irgendwann vielleicht sogar schaffen, wieder aus dieser zu fliehen? Ich persönlich halte diese Theorie eher für unwahrscheinlich. Es könnte zwar gut sein, dass Voldemort in der Zwischenwelt gefangen bleibt, jedoch glaube ich nicht, dass er es aus dieser noch einmal herausschafft. Wobei das natürlich Stoff für neue Filme und Bücher schaffen würde, was ja vielleicht auch nicht gerade schlecht wäre. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Nummer 2. Die Muggel und das Zaubereiministerium. Laut dieser Theorie hat das Zaubereiministerium einiges mehr mit Muggeln zu tun, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Sie besagt nämlich, dass die Zaubererverwaltung sogar eigens von Muggeln geschaffen wurde. Demnach sollen Muggel aus Furcht vor einer Auseinandersetzung zwischen der Zaubererwelt und ihrer eigenen, bei welcher Hexen und Zauberer stark überlegen wären, an der Gründung des Ministeriums beteiligt gewesen sein. Ihr Ziel war es, zu verhindern, dass es überhaupt zu einem solchen Krieg kommen kann. Sieht man sich an, wie sehr das Ministerium seit Gründung auf das Geheimhaltungsabkommen der magischen Welt vor Muggeln fokussiert ist, so scheint diese Theorie auf jeden Fall begründet. Auch dass, wie wir in den Filmen und Büchern immer wieder mitbekommen, der Zaubereiminister eng mit dem jeweiligen Ministerium der Muggel zusammenarbeitet, wie zum Beispiel beim Ausbruch von Sirius Black, lässt vermuten, dass es hier eine starke Verbindung zwischen den beiden Welten gibt. Dazu kommt, dass der Aufbau des Ministeriums stark an den eines uns Bekannten erinnert. So könnte es also sein, dass die Hierarchie aus Zaubereiminister und verschiedenen Mitarbeitern von Muggeln herbeigeführt wurde. Könnte es also auch sein, dass das Ministerium selbst tatsächlich von Muggeln gegründet wurde? Nummer 3. Squibs und Katzen. Unter einem Squib versteht man eine Person, welche mindestens ein magisches Elternteil hat, jedoch selbst nicht in der Lage ist zu zaubern. Die wohl bekanntesten Squibs aus der Harry Potter-Reihe sind der Hogwarts-Hausmeister Argus Filch und Mrs. Fig, welche zwei Straßen von den Dursleys entfernt lebt und bei welcher Harry öfter mal einige Zeit verbringen musste, wenn die Dursleys unterwegs waren. Bei genauerem Hinsehen erkennt man bei den beiden eine Gemeinsamkeit. Beide haben einen sehr engen Draht zu ihren Katzen. Während Mrs. Fig diese sogar züchtet, bzw. Kreuzungen zwischen Katzen und Knieseln verkauft und auch selbst besitzt, scheint es bei Filch an vielen Stellen der Reihe sogar so, als könne er mit seiner geliebten Katze Mrs. Norris reden. Klar, hierbei handelt es sich nur um zwei einzelne Beispiele. Trotzdem entstand daraus eine Theorie, dass es möglich sein könnte, dass Squibs die Fähigkeit besitzen, mit Katzen zu sprechen. So ließ es sich eventuell die enge Bindung der beiden an ihre Haustiere erklären und auch, dass Filch wie durch Zauberhand verschiedene Informationen von seiner Katze erhält. Auch musste sich Harry mehr als einmal die Fotos aller Katzen von Mrs. Fig ansehen, was vermuten lässt, dass diese sehr an ihnen hängt. Meiner Meinung nach könnte das alles natürlich auch Zufall sein, trotzdem mag ich diese Theorie sehr gerne. Es wäre zumindest ein kleiner Trost für alle Squib-Geborenen, wenn diese schon nicht zaubern können. Wie findet ihr diese Theorie? Schreibt es gerne in die Kommentare.
Das war der fünfte Teil zu Theorien rund um das Harry Potter-Universum. Wenn ihr noch einen weiteren Teil wollt, lasst es mich gerne durch ein Like oder einen Kommentar wissen. Falls ihr noch mehr interessante Theorien oder Fragen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, in einem der nächsten Videos darauf einzugehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.